Ach übrigens, damit du das mal deinen Enkeln erzählen kannst. Mein Name ist Talorel. Talorel? Das ist ja ein schöner Name. Talorel ist ein schöner Name. Hast du vielleicht eine Ahnung, wie man in dieser Existenzebene fliegen kann? Fliegen? Hör mal, du bist ja nicht ganz richtig im Kopf. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir fliegen, dann hätte er uns Flügel gegeben wie den Vögeln. Ja, ja, ja. Nehmen wir mal an, Gott hätte mir schon mal Flügel gegeben und für ihn wäre es dementsprechend in Ordnung, ich würde fliegen. An wen müsste ich mich hier da wohl wenden? So verrückt, dass er versuchen würde zu fliegen, kann ja eigentlich nur Blumfort sein. Er ist generell etwas blemblem und behauptet, er sei ein Wissenschaftler. Ja, das hört sich gut an. Und wo finde ich diesen Blumfort? Blumfort lebt mitten in Heaven's Hope. Obwohl es nur eine Frage der Zeit ist, bis Greta ihn auf den Scheiterhaufen bringt. Kannst du mir vielleicht sagen, welche die nächste Ansammlung von euch Planetenbürgern hier in der Nähe ist? Ich glaube, das heißt Ort. Welcher der nächste Ort ist? Das ist Heaven's Hope. Hieß mal anders. Aber Greta, diese Inquisitorin, hat den Ort umbenannt. Eigentlich ein schönes Städtchen. Hab immer gerne hier gelebt. Zumindest, bis diese verrückte Greta hier aufgetaucht ist. Kannst du mir sagen, wie ich nach Heaven's Hope komme? Klar, ganz einfach. Du musst nur durch den Wald und dann bist du schon fast da. Aber hör mal. Du willst doch jetzt nicht mit diesem abgerissenen Engelskostüm nach Heaven's Hope reinmarschieren, oder? Ich sagte doch schon, das ist kein Kostüm. Das ist meine Fliegeruniform. Ja. Weil du ein Engel bist, da, schon klar. Egal, was du bist oder auch nicht. Du kannst nicht nach Heaven's Hope in diesem Aufzug reinmarschieren und behaupten, du wärst ein Engel. Ich bin... Ein Engel, schon klar. Aber selbst wenn du ein Engel bist, darfst du dich nicht in Heaven's Hope zu erkennen geben. Und deswegen brauchst du erst neue Kleidung, bevor du in die Stadt gehen kannst. Aber wo soll ich die denn herbekommen? Hör mal, ich will dir nur ersparen, bei lebendigem Leibe auf dem Marktplatz geröstet zu werden. Ich bin nicht dein persönlicher Modeberater. Du bist doch ein Engel. Lass dir was einfallen. Was hast du denn gegen meine Fliegeruniform? Na, nichts. Bis auf, dass sie total abgerissen ist und aussieht wie ein billiges Engelskostüm. Und du damit in eine Stadt gehen willst, wo die Inquisition herrscht. Was hat es eigentlich mit dieser Inquisitorin auf sich? Greta. Greta, genau. Irgendwann war sie einfach da und hat den Leuten was von Glaube und Kirche und von heiliger Ordnung erzählt. Unser lieber, aber etwas zurückhaltender Pater Bartholomäus konnte ihr einfach nichts entgegensetzen. Vor allem, nachdem sich McCallum begeistert auf Gretas Seite geschlagen hat. Was hast du denn gegen meine Fliegeruniform? Na, nichts. Bis auf, dass sie total abgerissen ist und aussieht wie ein billiges Engelskostüm und du damit in eine Stadt gehen willst, wo die Inquisition herrscht. Ich geh dann mal. Ein Stück Käse. Mit Löchern. Halt, der gehört Bill. Den kannst du nicht einfach einstecken. Durch den Spalt kann ich kaum was erkennen. Eigentlich nur so viel, dass ich nichts davon brauche. Durch den Spalt kann ich kaum was erkennen. Eigentlich... da müsste ja jetzt eigentlich mein Heiligenschein liegen, nachdem er in den Kamin gefallen ist. Komisch. Wo ist der denn dann?
So, jetzt liegt auf diesem ekeligen Dreckzeug das saubere Pamphlet. Ah, da ganz oben in diesem Schacht ist ja mein Heiligenschein. Da komme ich so einfach nicht ran. Das müsste klappen. Und mein Heiligenschein fällt nicht in diesen ekligen Dreck, sondern auf dieses Papier. Na endlich, mein Heiligenschein. Und dieses Papier nehme ich auch mal wieder mit. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Mein Heiligenschein. Er hat keinen Saft mehr. Was? Er muss beim Aufprall mit dieser dämlichen Materie Energie verloren haben und den Rest dann für die Bergungssignale verbraucht haben. Oh je, das ist gar nicht gut. Du musst ihn unbedingt wieder mit himmlischer Energie aufladen. Und wie soll er das bitte machen? Himmlische Energie bekommt er nur im Himmel. Und in den Himmel kommt er nur mit dem Heiligenschein. Tja, da muss er sich wohl was einfallen lassen. Sag mal, darf ich den Käse haben? Den aus deiner Stube. Klar. Nimm dir einfach ein Stück. Was machst du hier eigentlich? Ackerbau und Viehzucht. Nein, ich meine hier, in diesem Teil der Erde. Du kommst doch woanders her, hast du mal gesagt. Ach so. Ich komme aus Tennessee. Das ist in der neuen Welt. Naja, so neu ist sie auch nicht mehr. Aber das sagt man hier so. Ist doch schon wirklich lange her. Warum bist du denn dann hierher gekommen? Meine geliebte Frau Stacy, Gott hab sie selig. Sie kam gebürtig hier aus Großbritannien und wollte eigentlich immer wieder zurück. Und als das mit den Sklaven und so drüben immer schlimmer wurde, naja, da sind wir hierher. Deine Frau ist gestorben? Ja. Kurz nachdem wir hier die Farm aufgebaut hatten, ist sie krank geworden. Aber genug von den alten, traurigen Geschichten. Ich gehe da mal. Sprechen wir mal mit Petrus. Hallo Petrus, erinnerst du dich noch an mich? Kein Wunder, dass man dich für das Wetter verantwortlich macht. Auf dich kann man sich auch nicht verlassen. Ich meine, Jesus hat's versucht. Was ist mit dem eigentlich passiert? Oh, der war aber wirklich gemein, Talorel. Richtig so. Du musst ihn richtig wütend machen. Dass du jetzt den Titel Menschenfischer trägst, das ist ja echt ein Witz. Wo du doch selber nur ein Mensch warst. Und auf dem See Genezareth sind dir doch früher nicht mal Blindfische ins Netz gegangen. Dass ihn das so ärgert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Du bist doch wie dieser Wetterhahn da oben, wie ein Fähnchen im Winde. Oh, erinnert dich das etwa daran, wie du Jesus verleugnet hast? Ganze 3 Male vor dem ersten Hahnenschrei? So wütend habe ich Petrus selten erlebt. Aber wie schaffe ich es jetzt, dass er endgültig explodiert? Dass... Sprechen wir mal mit Petrus. Geklappt? Danke, alter Mann. Nicht so ungut. Mein Junge, wurdest du gerade etwa von einem Blitz getroffen? Und trotzdem lebst du noch. Ich hab doch gesagt, ich bin ein Engel. Wenn du das überlebt hast,
musst du wirklich ein Engel sein. Jetzt fühle ich mich auch wieder wie ein richtiger Engel. Na gut, bis auf die Flügel. Immerhin hast du deine Engelsfähigkeiten wieder zurück. Jetzt such dir schnell eine ruhige Ecke, wo dich keiner sieht, und beleb dieses kleine Fellknäuel wieder. Dann schauen wir mal, ob das noch klappt. Okay, das hat geklappt. Ja, schon. Aber wie werde ich dieses verlauste Fellknäuel jetzt wieder los? Ich glaube, das Thema ist durch. Na toll. Hallo? Ich bin Talorel. Guten Abend, Talorel. Einen schönen Mantel trägst du da. Kann ich mir den vielleicht ausleihen? Das kann ich nicht tun. Ich gebe dir dafür, was du verlangst. Wir beide kennen uns noch nicht lange. Und du kommst heute zum ersten Mal zu mir und bittest mich um Rat oder Hilfe. Dabei hast du mich noch nie in dein Haus auf eine Tasse Kaffee eingeladen. Lass uns ganz offen sein. Legst du überhaupt Wert auf meine Freundschaft oder fürchtest du dich, in meiner Schuld zu stehen? Hier kommst du zu mir, kennst nicht einmal meinen Namen und bittest mich um meine Kleidung. Aber du zeigst mir keinen Respekt. Bittest nicht etwa um Freundschaft? Also ich, Talorel, Talorel, was habe ich denn bloß getan, dass du mich so respektlos behandelst? Wärst du in Freundschaft zu mir gekommen, dann würdest du diesen Mantel bereits dein eigenen. Willst du mein Freund sein? Gut. Irgendwann, möglicherweise auch nie, werde ich dich bitten, mir eine kleine Gefälligkeit zu erweisen. Oh, okay. Aber solange ich das nicht tue, bekommst du den Mantel auch nicht. Wie könnte ich dir denn einen Gefallen tun, um dir meine Freundschaft zu beweisen? Nun ja, es ist Herbst. Es ist windig. Es passieren Unfälle. Ja. Mein Hut, der Hut meines Vaters, Gott hab ihn selig. Wenn du ihn mir wieder beschaffst, würde ich das als Gefallen betrachten. Ich geh dann mal. Vielleicht bist du, kleines Fellknäuel, ja doch für etwas zu gebrauchen. Tatsache! Diese Kreatur hat nun ihre Behutungen wieder oben drauf. Nun steht sie in meiner Schuld. Hallo? Ich bin Talorel. Guten Abend, Talorel. Ich bin ein Engel. Fürchte dich nicht. Ich fürchte mich vor niemandem. Was machst du hier? Wurdest du gekreuzigt? Ich wache über dieses Feld, als wäre es meine Familie. So? Ich habe dir deinen Hut wieder beschafft. Gut. Damit hast du mir tatsächlich einen Gefallen getan. Würdest du jetzt vielleicht, die Kleidung mit mir tauschen? Gut.
soll dieser Mantel ein Geschenk an dich sein, zu dem Tag unserer Freundschaft. Aber denke daran, wir sind nun Freunde. Ja, werde ich. Na, was sagst du zu meinem edlen neuen Zwirn? Schau an, wie ein richtiger Edelmann. Kommt mir aber irgendwie bekannt vor. So kannst du auf jeden Fall nach Heaven's Hope rein. Vorausgesetzt, du erzählst nicht wild herum, du seist ein Engel. Und wie komme ich jetzt in dieses Heaven's Hope? Das ist ganz einfach. Du gehst immer geradezu durch den Wald und folgst dann dem Schild. Hier, ich habe sogar eine Karte für dich. Generell kann man sich in und um Heaven's Hope eigentlich nicht verlaufen. Die ganze Stadt ist rund um den Marktplatz herum angesiedelt, zu erkennen an dem großen Scheiterhaufen in der Mitte. Und wenn du dich doch mal verläufst, geh einfach ins Zentrum. Da stehen ganz viele Wegweiser. Oder schau auf deine Karte. Wie finde ich denn diesen Wissenschaftler Blumford? Das ist nicht schwer. Du musst einfach nach Heaven's Hope rein. Sein Labor ist direkt im Zentrum. Ich gehe dann mal. Ein eingeritztes Herzchen mit den Buchstaben S und B darin. Ein Baum. Irgendwie ist sein Anblick beruhigend. Hallo? Sieht so aus, als hätte der kein Interesse an einem Plausch mit dir. Vielleicht schläft er aber auch nur. Meanwhile. Der steht aber wackelig. Ein Fluss voller Wasser. Eine schöne exponierte Stelle am Fluss mit ausgesprochen guter Beleuchtung, die sich im Fluss spiegelt. Eine gelbe Blume. Hallo? Scheint zu schlafen. Da geht es Richtung Wald. Ich habe so eine Ahnung, dass es in die Richtung zu einer Mühle geht. Heaven's Hope. Da scheint es zu dieser Stadt zu gehen.
Das da hinten muss diese Stadt Heaven's Hope sein. Seltsames Gerät. Der Stand eines Händlers. Da liegt aber viel herum. Das riecht so komisch. Eine Teekanne. Hallo, mein Name ist Talorel. Ich bin Karim. Stets zu Diensten. Das ist ja ein interessanter Stand. Was genau verkaufst du denn? Und was riecht dir so? Der Duft des Abenteuers, Effendi. Sandelholz von der Küste Coromandels. Galbanum aus den levantischen Häfen. Drachenblut aus Kleinasien. Dann Kopal, Damar und Alemios. Außerdem marokkanische Tränen, Mastix aus Nordamerika und indische Narde aus... Nun ja, Indien. Was kann ich für dich tun? Was hast du denn im Angebot? Schau dich um, Effendi, und falls dir etwas gefällt, gib Bescheid. Diese Liste da, was ist das denn? Das ist meine Kundenliste. Da führe ich ganz genau Buch, wer bei mir etwas gekauft hat, wer schon bezahlt hat und wer noch nicht. Darf ich mir deine Kundenliste mal anschauen? Auf gar keinen Fall. Das ist strengstes Betriebsgeheimnis. Diskretion ist in diesem Job einfach alles. Was hast du denn im Angebot? Schau dich um, Effendi, und falls dir etwas gefällt, gib Bescheid. Dieses Pulver hier, was ist das denn? Das ist Niespulver, Effendi. Die Kinder lieben es. Möchtest du vielleicht eine kleine Kostprobe davon haben? Oh ja, danke. Was hast du denn im Angebot? Schau dir... Was ist denn in der Flasche mit dem Totenkopf drauf? Das ist sehr potentes Gift, Effendi. Das kann man zum Beispiel gegen die Blattläuse im Garten verwenden oder aber auch, um eine ganze Rattenplage auf einer Mülldeponie auszumerzen. Wäre es möglich, dass ich davon was bekomme? Aber natürlich, Effendi. 2 Pfund. Aber ich habe leider gar keine Pfund. Oh, Effendi, willst du mich arm machen? Ich habe 5 Kinder durchzubringen. Das kannst du mir doch nicht antun. Was hast... Schau. Was ist denn dieses Bündel da, das so stark riecht? Ah, Effendi, das ist Lavendel. Duftet wundervoll und man kann es auch noch gegen Motten verwenden. Kann ich davon vielleicht was haben? Aber gerne doch, Effendi. 1 Pfund. Pfund habe ich leider keine. Oh, Effendi, was tust du mir an? Ich habe 7 hungrige Mäuler zu Hause zu stopfen. Und noch die meiner Frau und die ihrer Schwestern. Was? Schau. Was sind denn diese Knollen da, die so streng riechen? Das ist ganz, ganz frischer Knoblauch. Oh, schmeckt gut und hält die Mücken fern. Dürfte ich davon vielleicht was bekommen? Aber gerne doch, Effendi. 1,5 Pfund. Leider habe ich keine Pfund. Ah, Effendi, das kannst du mir doch nicht antun. Ich muss 12 Kinder satt bekommen und obendrauf noch die ganze gierige Verwandtschaft meiner Frau. Was hast du... Schau. Was sind denn das für Flaschen da? Das ist ein echtes Wundermittel. Koffeinshampoo. Hilft gegen Haarausfall und bringt selbst bei absolut glatter Platte wieder eine volle Haarpracht zurück. Ich glaube, das brauche ich nicht. Man weiß nie, wofür man sowas brauchen kann. Könnte ich davon vielleicht noch eine Flasche haben? Aber klar doch. 3 Pfund. Pfund habe ich leider keine. Effendi, was machst du hier mit mir? Das geht doch nicht. Ich habe 16 Kinder durchzubringen und die ganze Siebschaft meiner Frau, meiner Schwester und ihres Bruders. Ich gehe dann mal. Bis bald, Effendi. Das ist die Kundenliste von Karim, wo er genau drauf notiert, wer bei ihm was gekauft hat. Darf ich mal sehen? Auf gar keinen Fall. Das ist Betriebsgeheimnis. Niespulver.
was man da wohl mit anfangen kann.